spielt den Pokémon-Trainer. Auch eine sehr, sehr... eine Wahl von Charakter, die man öfters mal sieht, würde ich behaupten. Das stimmt, ja. Da hatten wir auch schon Turniere mit vielen Pokémon-Trainern. Ja, das stimmt, das stimmt. Und keine große Überraschung, wir gehen hier auf Pokémon Stadium 2. Das ist wohl eine der absolut beliebtesten Starts, was da ist. Überhaupt, würde ich sagen. Sehr gutes Layout. Das ist das neue Smash-Bild quasi. Ja, kann man so sagen. Ja, was kann man zu Pokémon-Trainer groß sagen? Besteht ja aus Shiggy, Squirtle, Ivysaur und Charizard. Jo. Squirtle dient meistens dazu, früh ein paar gute Kombos rauszuhauen. Ist durch seine Größe auch nicht so einfach zu treffen, aber wie man hier sieht, muss man auch damit aufpassen, denn der kassiert ganz schön ein bisschen Knockback. Ja, denn er ist, meine ich, der drittleichteste Startspiel, teilt mit Game & Watch. Ja. Dafür Ivysaur ist Midweight, Charizard Heavyweight. Genau, da hat man auf jeden Fall den Ausgleich da. Man sieht es ja auch schon, Kung bei den 100%. Geht hier direkt auf den Charizard, kriegt auch den Downhit an der Edge. Und jetzt muss ich nur echt aufpassen, die Recovery war schon sehr hoch. Oh, der Flareblitz! Ja. Geht aber daran vorbei. Aber Gugol kann ich mit fast einem killen und da haben wir den Flareblitz. Da kommt nochmal der Flareblitz durch. Holt hier den KO, da hat Mino absolut nicht mit gerechnet. Ja. Hätte ich auch nicht an seiner Stelle, wenn ich ehrlich bin. Das Phantom auch eine sehr gute Option von Zelda in diesem Spiel. Absolut. Zelda ist einer der besten defensiven Chars in diesem Spiel, meiner Meinung nach. Ja. Aber der Upthrow, der killt dann auch einen Ivysaur. Richtig, richtig. Hat Zelda ja auch jetzt gecheckt, einen sehr guten Upthrow zum Killen. Ja, wie du schon sagtest, das Phantom sehr, sehr gut für Stage Control. Tolles Tool. Und ist auch in der Edge vor allen Dingen sehr, sehr nützlich, weil das Schwert, wenn man den Fall aufgeht, auch unter der Edge die Leute hoch scoopt. So. Und Zelda kann dann die anderen Options covern. Genau. Das sieht man hier auch gerade sehr, sehr schön. Mino hat Kung voll in der Mangel gerade. Jetzt für den Spike und das geht. Oh! Und der, die Down Air. Knappe Sache. Ja. Aber Mino hat jetzt schon einen guten Prozentlied angesammelt. Ja. Ivysaur. Aber nichts, was Ivysaur nicht schnell ausbleiben könnte. Auf keinen Fall. Wie man jetzt auch gerade sieht, also für Patienten. Unsafe on stage gegangen mit dem Teleport. Hatten wir vielleicht noch. Dass Kung nicht spielt und einen Mix-Up daraus zu kriegen. Ja. Oh, und wow! Das ist auch ein sehr gutes Projektil in diesem Spiel, das Razor Leaf. Ja. Ich finde, das Razor Leaf sieht immer so ein bisschen aus, als müsste das zurückkommen. Also dafür ein Boomerang. Genau, finde ich auch. Aber da haben wir den Teleport-Kill. Auch sehr, sehr gute Option von Zelda. Und jetzt versucht der Megura den Kill zu bekommen, die Forward-Air-Kill. Und dann ist wieder ausgeglichen Last Stock. Direkt auch wieder bei Null das Ganze. Ja. Und jetzt können wir wieder beobachten, wie Squirtle versucht, seine Combo zu starten. Wow, liest hier den Air Dodge, kriegt auch den Downhit, aber leider kein Follow-up mehr darauf. Ja. Noch ist es selten ein Combo-Prozent, denke ich. Ja. Ja, damit Death Attack. Wobei Kung doch eher für Einzelne geht, aber dadurch, dass Squirtle halt sehr, sehr schnell ist, kann er das auch durchaus mal tun. Wechselt jetzt allerdings auf Ivysaur. Ja. Sein Mid-Prozent ist sehr gut. Da wollte er einen Air Dodge liegen. Zu Zelda, ich kann den Phantom auch zu früher rausfinden, den hat man gerade eben gesehen, dann ist das nur dieses, das bisschen von Rüstung, was da ankommt. Du wirst aber so ziemlich jedes Projektil auf. Ja, das ist ein Oh, wow, und der Spot-Dot hat gelesen. Sehr gut gespielt hier von Kung und Mino in sehr gefährlichen Prozenten, aber ist es von Zelda mit der und der Spot kann hier auch noch einiges reißen, aber der Upgrow, ja. Glurak packt zu und mit einem Geo-Wurf ist das Ganze dann beendet. 1-0 für Kung. Wir spielen Best of 5? Gemeinsam Top 8 ist Best of 5. Genau, komplette Top 8, Best of 5. So. Ja, jetzt muss man hier schauen, was macht Mino? Wie wird Mino weiterhin gegen den Pressure ankommen, den Kung da rauslegt? Ich meine, es ging auch im letzten Stock, da wäre auch definitiv noch was möglich gewesen. Auf jeden Fall, ja. Mino hat auch über Strecken das Match in der Komforte gehabt. Ja. Aber er bleibt bei Zelda. Ja. Wie zu erwarten, genau, wir haben keinen Charakter-Switch, keinen Wechsel auf Inkling. Ja. Ich habe irgendwo auch mal gehört, dass Mino vielleicht Luigi irgendwo noch hätte. Aber den habe ich heute noch nicht gesehen. Wie gesagt, viel Zelda. Und ich denke, das macht auch Sinn. Das Match war jetzt nicht so eindeutig, dass man sagen könnte, es lag eindeutig am Charakter. Ja, klar, sondern. Da hat Kung eben einfach mal besser gespielt, vor allem sehr gute Reads gekriegt, was Spot Dodges und so ein. Spot Dodges und Air Dodges. Und da pancaked sich
Biggie unter dem F-Bild, meine ich. Ja. Oder Grab. Ja, unter dem Grab. Ja. Und da, er kriegt noch nicht mal Schaden bei dieser Seite. Nee, er kriegt keinen Schaden. Muss man allerdings aufpassen, wenn der Gegner es schafft, auf dich zu springen. Dann bist du erstmal für ein paar Sekunden ausgekommen. Und zwar komplett, dein Trainer kann dich nicht mal mehr rausrufen. Der ist selber so in der Schock in dem Moment. Ja. Oh, okay. Da wollte er, glaube ich, einen Airdrop üben für eine Becke oder so. Ja, das sah definitiv aus. Ach, die Hilfe wie von Zelda. Gutes Tool, um rauszukommen. Der hat auch Invincibility für ihn. Genau, genau. Und da hat man es auch gerade gesehen. Okay, er ist ein Spot. Becker war es, glaube ich, gewesen. Da auch schon wieder. Auch schon wieder. Holt den Kill und direkt noch vielen Prozente. Mhm. 34 schon, war ja. Einer Kombo. Zelda definitiv nicht mehr der Low-Tier-Charakter, den man noch aus der Spielkante. Zelda und Sheik haben sich angeflasht. Ein bisschen, ja, kann ich schon so sagen. Und Down Air hat auch eine riesen Hitbox. Absolut. Auch ein sehr gefährliches Spike-Tool offstage. Da versucht er jetzt mit Kufa den Kill zu holen. Ja. Das muss er aber auch. Richtig, nur noch auf den 3-Slots hier und wir sind schon bei 66% wieder. Das war nicht so viel, aber da kriegt nur mit dem Grab die Abwehr 9 vom Switch raus. Ja. Das ist hier im Vorwärts-Pro. Kann immer wieder mit seiner Side-B pressure. Ja. Die hat, meine ich, jetzt auch weniger Lag als im Moment. Wichtig. Und auch, was man dazu auch noch sagen kann, man geht nicht mit viel voll danach, ja, wenn man in der Luft ist. Das ist sehr nützlich. Zelda ist generell in der Luft weniger anfällig. Ja. Eigentlich für sie. Ja. Und jetzt muss Kung irgendwie echt gucken, dass er den Stock hier kriegt. Und dabei ist ja, und da kommt der Upsmash. Ich sage, kommt der Upsmash. Klappt ihn mit dem Flügel weg. Commentator's Cursor. Commentator's Cursor, tschüss. Das ist Side-B. Und da kennt man wieder die Kombos von Schiff. Ja. Weil er hier mehr Combo-Resets macht. Als Schlagen und dann die Option-Read, die Mino nimmt. Ja. Er hat aber auch schon Raid. Kann man ja auch nicht vergessen. Das stimmt. Oh, und da wow. Kommt die Abwehr. Die Explosion in der Hand. Abwehr. Okay. Er geht wieder zu Schicken, weil er noch ein bisschen Prozent aufbauen will. Oh, Verzeihung, von ganz unten. Jetzt hat er wieder Glurak und will den Kill holen. Da muss ich auch schon aufpassen, wenn ich sowas sehe, wenn ein Teleport-Recovery-Charakter so unter der Stage ist, dann ja, kriege ich immer Flashbacks. Kann ganz schnell funktionieren. Ja, absolut. Ja, Mino kann es sich jetzt erlauben, Kung erstmal auf Abstand zu halten. Wow. Er hat den Stocklicht und sie sind jetzt schon wieder fast auf gleichen Prozent. Oh mein und Gott! Der Upsmash. Der Upsmash covert den Change. Fantastisch. Lange Hitbox, die lange draußen ist. Ja. Das war auch gefährlich, der Switch war in Shigi. Mhm. Weil, ja, Shigi ist leicht. Ja. Der Backthrow killt noch nicht. Ich glaube, Shigis Backthrow hätte da gekillt. Das war einfach. Weil der ziemlich stark ist. Oh, da kommt wieder der Throw. Geht nach vorne. Ja. Oh, wow, er geht runter. Und die Abwehr hat nicht gereicht. Die Abwehr hat nicht gereicht. Das war gut von Mino, dass er da auf sich gegangen ist, um den Flasher nicht zu holen. Da kommt vielleicht ein bisschen Angst gekriegt. Ja, auf jeden Fall. Und kann deswegen nicht mehr ganz so recovern. Und da holt Mino den Ausgleich, also wie gesagt, es ist 1-1. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, auch bei Zelda zu bleiben, ja. Ist Kung hat jetzt Counterpick Advantage? Inwiefern das aktuell Advantage ist, weil persönlich muss ich sagen, ich habe noch nicht im Kopf, welche Stages waren gut sind. Ja, richtig, jetzt musst du auch jedes Mal die Liste näher angucken. So. Und dann immer so nach Gefühl. Genau, nach Gefühl einfach. Auch viel persönliche Präferenz momentan. Genau. Man darf nicht vergessen, das Spiel ist noch keine 2 Monate draußen, ja. Da ist noch viel, viel Experimentierraum. Kam Anfang Dezember letzten Jahres raus. Letzten Jahres, wie das ja klingt, ja. Noch gar nicht so lange her, eben ja nochmal. Ja. Aber ja, was man ja auch mal sagen kann zu Ultimate, so viele Neulinge, so viele motivierte Menschen, so, die hier herkommen, um zu spielen, so das Match war verdammt schnell voll gewesen. Verdammt schnell, ja. In Hessen jedes Turnier. Ja, richtig, richtig. So 2 Tage und dann war es das auch schon wieder mit Wartelisten mit dran. Wir brauchen in Hessen mal größere Turniere. Ja, stimmt. Noch ein bisschen Location. Ja, klar. Weil die Location hier nimmt nicht mehr. Ja. So, wir sind jetzt auf Battlefield. Counterpick von Kung. Von Kung, genau. Wahrscheinlich, weil Battlefield vor allem für Shiggy bessere Kombos ermöglicht. Ja, das ist die Plattform, sollte er dann in der Lage sein, das zu extenden. Aber ich könnte mir auch vorstellen, mit Glurak, wenn du unterhalb der höchsten Plattform den Upthrow kriegst. Oh ja, das killt dann auch gut. Das sollte auch sehr gut sein. Und Glurak kann auch die mittleren Plattformen mit Upsmash, denke ich, ganz gut covern. Ja, das auch, stimmt. So viele Charaktere, die jetzt mit Upsmash das Ganze covern. Wow, was ein Tag von Mino. Ja. Das hätte ihn gespiked normalerweise, aber er kriegt den Tag an der Stage. Jetzt kommt aber die Abwehr. Jetzt kommt die Abwehr.
ist die Rolle auf der Platte. Kung hat einen ganz guten Prozentgegen, vor allem jetzt, wo er Glorak spielt, der relativ schwer ist. Richtig. So, Shiki müsste jetzt auch schon sterben. Ja, Shiki ist auch schon sterben. Aber er probiert trotzdem damit noch ein Prozentlied weiter aufzubauen. So. Der Pokémon-Trainer, der Char, der für jede Situation die Werkzeuge hat. Absolut. Oh, wow. Der hat einen F-Smash gemacht und ist dabei nach vorne und wurde von der Abi getroffen. Ja, das ist das Wertbox-Shifting, was man sich dann nicht wünscht. Ja, das Phantom ist halt auch immer so im Hintergrund und kommt erst später raus. Dann hat man Angst vor. Ja, das persönliche Bodyguard. Ja, quasi. Der aber auch ganz schnell zerbricht, wenn du dich selber mal einen Hit abkriegst. Ja, aber sobald er weg ist, kannst du ihn wieder verwenden. Ja, das ist dann auch wieder gut. In Smash 4 hat das Phantom dann noch am Boden gelegen und Zelda konnte es erstmal nicht finden. Ja. Allerdings muss Nino jetzt ja auch wieder aufpassen, gefährliche Prozente bei den NAs. Ja. Und Kung lässt sich nicht nochmal von einer Abwehr unterhalb der Plattform treffen wie im letzten Game. Das ist ihm noch genau im Hirn. Genau. Und da kommt Forward Air und es reicht schon fast aus. Aber Zelda ist auch schon bei 540%. Da müsste fast jeder Attack von Kung mal reichen. Wie zum Beispiel besonders der Flareblitz, ja. Ich glaube, Mino dachte, dass es nicht weiter runter geht, um mit der Abi dann zu recovern, sollte da vielleicht mehr oder sonst irgendwas rauskommen. Der hat dann auch gesehen, Shiki hat was getroffen und wurde dann langsam in seiner Abi. Das heißt, das ist auch ein risky Move, wenn er nicht trifft. Ich glaube, da sehr gefährlich, wenn man den Tag auf der Plattform nicht kriegt, geht das dieser Kampf direkt hinterher mit den Up-Airs. Die covern auch die ganzen Plattformen. So viel. Ja. Oh, und da kommt aber da kommt wieder raus. Vor, ja. Phantom. Gefühlt Zelda ist besser im Moment. Ah, schön. Der Down Throw. Weg, ja. Nimmst du nur das Ki und kriegt den Sweet Spot raus. Genau. Das ist nur so ein bisschen mixed, ob man den Sweet Spot kriegt oder vielleicht doch eine Abwehr aus dem Ganzen. Da kommt schon wieder ein Sweet Spot. Muss man Mino mal zugute halten, wie er selbst gegen einen kleinen Charakter wie Shiki immer wieder diesen Sweet Spot kriegt. Oh ja. Einfach ins Gesicht. Ja. Oh, der Backthrow reicht aber noch nicht aus. Ich muss trotzdem das Kill Percentage, gerade jetzt gegen Glurak. Ja. Und Mino muss sich bahnen. Oh, da war der. In 8 nehmen. Das war sehr riskant da. Das war super riskant. Andererseits kommt die Abwehr und jetzt ist es wirklich Last Hit. Ja. Das Matchup kommt wirklich sehr darauf an, wer von den beiden gerade an der Ledge ist. Der andere dominiert. Ja, aber da kommt der Flareblitz. Zweimal hat er gekillt. Ja. Ja, da hat Kung gesehen, Mino ist noch in der Animation von der Side-B, mit der probiert zu Edge-Garden und nutzt das harmlos aus, um den Flareblitz hier rauszuhauen und holt sich damit Game 2, aber das war ganz schön spannend ganz gewesen. Schön knapp, Da hätte Mino wirklich fast noch das Comeback gemacht. Da steht 2-1 und Kung kann jetzt wieder bannen. Genau. Scheint so, als würde die Band bleiben. Wir spielen mit 3 Bands und ohne Dave Stupid Wolf hier auf diesem Turnier. Also die können jetzt wieder auf. Wo hat Nino gewonnen gehabt? Nino hatte auf. Was ist der hier? Nee, der hat Kung gewonnen. Dann auf Town and City. Genau. Und jetzt sind wir, wenn ich viel gesehen habe, auf Smashville. Ja, Smashville, eine kleine Stage. Pokémon Train! Aber die Charaktere bleiben. Ja, ich dachte gerade schon, Kung würde wechseln, aber. Ja. Aber er hat keinen Grund dazu. Keinen Grund. Nee, absolut nicht. Pokémon Trainer auch so vielseitig, dass ihm auch eine kleinere Stage nicht unbedingt was ausmacht. Nee, kleinere Stage sind unglaublich gut für Schicken. Ja, genau, das ist es. Ich glaube, Pokémon Trainer mag eher die größeren Stages nicht. Wobei, ich bin selber kein Pokémon Trainer Spieler, dann weiß ich auch nicht. Mit dieser Klasse kann man da halt auch schon viel machen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob Zelda so einfach ist mit den kleinen Stages. Aber wenn Mino das mit seinem Counter picken, dann wird er sich schon mal was bei gedacht haben. Auf jeden Fall. Das Phantom Cover ist natürlich dann so für die gesamte Stage. Das stimmt. Also so klein ist man jetzt auch wieder nicht. Ist ja nichts gegen WarioWare oder Castle Siege. WarioWare was? Ist gut, dass WarioWare nicht im Rüssel ist. Ja. Wir sind hier wieder sehr ausgeglichen, aber man sieht schon, eigentlich hat der den Vorteil, der an der Ledge ist, da hat sich Nino jetzt aber rausgekämpft. Ja. Und jetzt ist Kung an der Ledge. Wechselt hier auf Glurak. Und da kommt Nino hier ab. Nein, das reicht aus. Hat Glurak gekillt bei unter 100%? Ja. Also wirklich ein wahnsinnig starker Teleport hier. Wahrscheinlich wollte er deshalb so eine kleine Stage. Das kann sein. Die Moves schneller. Das kann wirklich sein, ja. Aber die Back Air killt.
Ja, zweischneidiges Schwert immer. Ja. Der Feldkick hier. Damit ist das Game auch schon so gut wie even wieder. Ja. Figgy braucht nur ein paar Hits. Und was Mino hier halt auch sehr, sehr gut gemacht, eben gemacht hat, ist wirklich mit der Glücklichy von Zelda kurz in der Luft zu halten. Ja. Damit Figgy eben die Kombos am Boden nicht extend. Ja. Oh, er probiert in den Zweig zu gehen. Da hat er die Fläche versucht und ist jetzt schon nicht hingekommen. Ja. Da nimmt er den Switch, damit er dem ersten Mal schon zieht. Ja, komm, keimt das sehr gut ab. Ich glaube, Mino könnte ein bisschen ruhiger bleiben, wenn der Edge ist und der das Phantom aufgebaut hat. Um vielleicht ein bisschen eher darauf zu reagieren, was Kung jetzt genau auswählt. Und da kommt der Sweet Spot, die haben getradet. Die haben getradet, aber den Trade hätte ich nicht genommen, wenn ich Kung gewesen wäre. Nein. Ich bin sehr, sehr ungern. Ja, das Phantom. Ja, die andere Richtung. Oh, aber da, Down Throw, Uppy. Auch eine sehr, sehr gute Combo von dieser Knopf. Ja. Das haben wir heute aber jetzt zum ersten Mal von uns gesehen. Das stimmt. Ich hatte mich auch ein bisschen verwundert. Es gab Situationen, wo ich dachte, das macht er jetzt gleich, aber dann war es noch was anderes. Hier fischt er jetzt auf die Uppy. Ja. Oh. Da wollte er einfach nur Schaden drauf haben. Ja, Mino geschossen. Die letzte. Ja, dann doch wieder treffen. Ja. Teleport nach oben, das sollte das K.O. sein. Nein, kann man nicht. Ja, weil Zelda hat jetzt mehr Ammo benutzen dafür, das Teleport. Früher ist er ja einfach gerade nach unten. Aber dafür holt er dann mit Glurak mit der Forward Air den Stock. Ja, und hier mit dem Chiggy Side Beat kann man durch alles durchsetzen. Ja. Oh, jetzt aber hier. Jetzt kommen die Kombos. Kombos werden aufgebaut. Ja, das wird wieder eine Last-Hit-Situation, die ich komme. Sehr gut möglich. Gerade jetzt, wenn er wieder mit Sechnos, der schon der defensivere Charakter ist. Da hätte, glaube ich, ein F-Smash gekillt gehabt, aber wer will denn wissen, dass Zelda da auf der Stage landet? Ja, exakt. So. Oh. Ja, das ist der Throw, aber. Oh ja, Abwehr gekillt, aber da kommt die Huha. Da kommt die Huha ein bisschen richtig. Down Throw into Up Air. 2-2. Da holt mir nur den Ausgleich. Sind die eigentlich Loser-Side oder Winner-Side? Das ist noch Loser-Side. Das ist Loser-Side, okay. Also, es ist jetzt, könnte für jeden von beiden jetzt das letzte Game in diesem Turnier sein. Richtig, richtig. Ich kann gerade mal einen Blick ins Bracket werfen, was uns so erwartet, wenn ich selber gerade nicht den Überblick habe. War das auch stacked heute gewesen? Oh ja. Hier, das Bracket. Okay, ja, also die Charaktere sind wieder gleich geblieben. Eine Verwunderung. Genau, wir haben noch True4 gegen Impulse auf Winner-Side. Oh ja. Ein Peach-Spieler, von dem man schon viel gehört hat. Der hat alle überrascht. Genau, aber mehr dazu nach dem Match. Oh ja. Zurück auf Pokémon Stadium 2. Ja, da es ja keine Dead-Spiel gibt. Richtig. Weil selbst mit der hätte Kung spielen können, weil das wirklich auf einer anderen Stage gewonnen hat. Ja. Ja, ich glaube, keiner der Charaktere hat auf dieser Stage wirklich einen Vor- oder Nachteil. Ja. Ist jetzt wieder eine etwas größere Stage, also... Genau. Oh, sehr schön, ich die aus der Luft gefangen. Ja. Und auch hier mit der Down-B, also mit den Pokémon Switch, geht Kung gerade so der Side-B von Zelda. Ja. Und da wieder Down-Throw-Up-B, aber nicht den Switch. Nee. Und Space gerade wahnsinnig gut. Der kommt so gut in allen Oh! Da ist jemand ein bisschen auf den Control-Stick verrutscht gerade eben. Oder er hat gedacht, dass er nicht treffen wird und wollte weg. Das kann auch sein, ja. Die ganzen wieder. Empty Hops und dann kam. Genau, Empty Hops fake Dashback von Nino raus. Ja. Das ist ja auch ein bisschen scheiße. Wow, hi. Ja, ist ja gerade richtig aufgegangen. Ja. Das war Frame Perfect, könnte man sagen. Quasi. Ja, und jetzt kommt der mit Glurak ganz gut. Ja. Fast als würde der Chiggy nicht brauchen. Richtig. Oh. Hätte er dann ein F-Match gemacht, dann wäre das wahrscheinlich der Tod gewesen. Das ist gut möglich, ja. Aber jetzt kann er direkt Chiggy nehmen und weiterkommen. Genau. Ich muss gar nicht switchen. Ist direkt wieder ein Chiggy drin. Kriegt die Prozente. Aber da kommt auch der Throw und schon wieder der Switch. Nicht nur er kriegt die Prozente auf, sondern er bekommt sie auch selber. Ja. Und da hat das Phantom gut den Air dort gecovert. Macht das hier auch sehr, sehr gut mit den Switches, hat jetzt den Grab und ja, das sagt er mir, wirft Zelda auf Stage.
ja, wie wir schon oft gesehen haben, der Obern, der kann später einen Vorteil geben. Genau. Aber Mino schafft es tatsächlich sehr solide zurückzukommen und sich einfach selbst zu holen. Bis dann aber die Becke. Zum Glück kein Spielstopp, das wäre der Tod. Und schon wieder kommt die Flamme durch die Selbst durch. Aber komplett. Aber komplett, ja. Ja, aber out of field Upsmash. Ja. Klärt das Ganze. Der Upsmash von Glurak auch sehr stark. Ja. Und schnell vor allem. Ja, es war unsicher, da auf den Shield anzugreifen. Auf jeden Fall. Natürlich aus. Mino jetzt hier auf seinen Tournament-Stock. Ja. Muss jetzt sehr zeitig den Stock von Kum holen, sonst wird das eine ganz enge Kiste. Auf jeden Fall. Auch das, was Glurak gerade gemacht hat, Backthrow into Forward Air, das ist ja eine Combo. Das funktioniert einfach. Die ist drin, ja. Also auch hier Glurak ist nicht nur wieder mit seinen zwei Kollegen vereint, sondern hat auch selber ganz viel Spielzeug, mit dem er was machen kann. Bug. Oh, das ist oh der wow! Das er hatte keinen Sprung mehr. Er hatte keinen Sprung mehr. Ja, hat er vorher gestallt in der Luft. Mhm. Wollte dann halt eigentlich durch. Ja. Ja, beide Spieler müssen jetzt auf jeden Fall den Kopf bewahren. Oh! Mio geht tief! Oh! Oh wow, aber Glurak. Aber ja, genau, wenn er wechselt, hat Glurak ja noch einen zweiten Sprung. Ha! Und da schon wieder das Phantom. Hey, Sprung wird gerade ein bisschen sehr greedy. Ja, auf die Gatterback, aber Mino, aber er verkackt den Tag. Mino verkackt den Tag und Kung holt's erneut mit einem Flare Blitz. Ein Flare Blitz. Wahnsinn. Wahnsinn. Unglaublich.